Hallo Leute, hier ist Sabbat. Heute zeige ich euch, wie ihr mein Fortnite-Intro-Template bearbeiten könnt. Dazu geht ihr zuerst in die Videobeschreibung und lädt euch über Mediafire das Template runter. Einfach hier auf Download drücken. Hab ich schon gemacht. Und wenn ihr es runtergeladen habt, bekommt ihr eine .rar-Datei. Die könnt ihr mit WinRAR entpacken und bekommt einen Ordner. So. Bevor ihr den Ordner öffnet, ist es wichtig, dass ihr mich abonniert und das Video liked, weil sonst wird das Template nicht funktionieren. Also, wollte ich das nur gesagt haben. So, ihr öffnet den Ordner und öffnet die README. Hier müsst ihr dann sicher gehen, dass ihr alle diese Dateien habt, also Programme, Software installiert habt. Denn die sind eben, die braucht man eben, um das Template zu bearbeiten. Ohne die wird es nicht funktionieren. So, als erstes öffnen wir Blender. Also den Blender-Part hier, mit Blender. Und wir sehen einen Text. Wir können jeden Buchstaben einzeln auswählen und bearbeiten. Das heißt, ich schreibe mal meinen Namen hin, ich wähle mit Rechtsklick einen Buchstaben aus, drücke die Tab-Taste und schreibe einen Buchstaben. Das mache ich dann so weiter, bis ich meinen Namen habe. So, wenn ein Buchstabe zu viel ist, könnt ihr einfach wegmachen und lassen. Genau. Danach geht ihr in die Kamera mit der Numpad 0 Taste oder auf View und Kamera. Geht hier an den Anfang und schaut, ob alles normal aussieht. Also bei mir sieht alles okay aus, das können wir so lassen. Danach drücken wir einfach auf Animation und lassen es rendern. Das müsste jetzt nicht so lange dauern, also vielleicht 10 Minuten. Und ja, dann sehen wir uns gleich. So, wenn er fertig gerendert hat, könnt ihr Blender schließen. Und wichtig ist, geht jetzt auf meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und danach könnt ihr den After Effects Part öffnen. So, wenn ihr das geöffnet habt, könnt ihr hier auf Datei gehen, auf Exportieren gehen und an die Renderliste anfügen gehen. Drückt dann hier bei Speichern unter auf den Text und wählt den Ort aus, wo ihr speichern wollt. Ich speichere auf dem Desktop. Nenne es dann um auf Sabbats Intro und drücke auf Rendern. So, und im Prinzip war es das jetzt auch. Mal, wenn das jetzt fertig gerendert ist, habt ihr die Datei auf dem Desktop liegen. Hier ist sie schon sogar. Und ja, ich hoffe, ihr habt echt Spaß mit eurem neuen Intro. Und ich wünsche euch auch viel Spaß beim Zocken. Ciao!